Eine Straße, zwei Vulkane, drei Gefährten auf über 4000 Metern. Diese Woche erfüllen wir uns einen großen Traum und stehen am Fuße des höchsten Berges. Schönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir befinden uns gerade im Nationalpark Cotopaxi. Es ist noch mega früh und neblig hier in den Bergen. Und uns erwartet hoffentlich gleich eine spektakuläre Aussicht. Das einzige Problem hier im Nationalpark ist, dass Hunde nicht erlaubt sind. Also Haustiere müssen zu Hause bleiben. Wir haben unser Zuhause ja dabei, deswegen haben wir einmal jetzt einfach mal reingeschmuggelt. Das muss natürlich ein Geheimnis zwischen uns allen bleiben, bitte nicht verraten. Und deswegen sind wir gerade auch unterwegs. Es ist noch mega neblig, einmal ist getarnt. Wir können sie ein bisschen hier in der Camping Area, wo wir auch gerade stehen, die richtig schön ist, rumlaufen lassen. Wir werden natürlich alles wieder mitnehmen, was sie hinterlassen sollte. Ja, Jackpot, da kam der Park Ranger an. Aber er hat jetzt auch nicht direkt gesagt, dass wir den Platz verlassen müssen. Mal gucken. Wir sind natürlich hier auch registriert und das checkt er jetzt erstmal. Danach hat er auch gefragt. Und ja, dann standen wir auf der Grünfläche. Das darf man anscheinend auch nicht. Und wir hoffen jetzt, dass der Cotopaxi gleich rauskommt. Dann machen wir ein paar Bildchen und schauen uns das Ganze an. Und dann werden wir hier den Platz räumen. Lang werden wir nicht mehr da sein. Ich glaube, wir hatten jetzt auch einfach Glück, dass wir einen sehr netten und entspannten Park Ranger hatten. Er hat jetzt einfach gesagt, einmal soll im Bus bleiben. Das hatten wir jetzt ja sowieso vor. Sie sollte ja nur einmal kurz am Morgen eine Runde drehen. Und ich denke mal, in der Stunde, so der Nebel sich lichtet, sind wir weg, ne? Wir haben jetzt erstmal die Heizung angemacht und frühstücken, trinken lecker Kakao und Kaffee und hoffen, dass der Nebel sich ein bisschen verzieht. Aber ich glaube, wir werden heute Pech haben und keine Sicht auf den Cotopaxi haben. Von daher müssen wir uns einen Plan B überlegen. Das verkokelte Bananenbrot schmeckt auch ganz gut. Und wir haben die Heizung nicht ohne Grund an. Hier ist es relativ kalt. Wir sind mittlerweile auf der Südhalbkugel, also entgegengesetzt die Jahreszeit, wie es jetzt gerade bei euch ist, also kein Sommer. Wir sind aber noch sehr nah am Äquator, das heißt, hier ist es eher wegen der Höhe, dass es auch so kalt ist. Wir sind ja über 3800 Meter Grad. Hier ist es halt einfach kalt, genauso wie in Europa, da würde ja sogar richtig dick Schnee liegen. So, es ist jetzt mittlerweile Mittag. Wir haben umgeparkt und stehen jetzt außerhalb des Nationalparks, ganz an der Grenze und immer noch nah an den Cotopaxi. Röngerchen hat sich schon gemeldet. Ich habe Reste gegessen. Christoph hat sich lecker Nudeln gemacht, ne? Ja, war gut, aber wir müssen immer noch warten. Er ist noch ein bisschen schüchtern, der Cotopaxi. Man sieht immer so die Base. Aber verglichen zu heute Morgen, wo wir im totalen Nebel aufgewacht sind, ist die Sicht schon 3-4 Mal so gut. Aber die Spitze ist noch ein bisschen schüchtern. Ja, mal gucken. Wir sitzen also weiter hier im Fahrerhaus und warten einfach ab.
Also, das war mega. Das war, das hat sich gelohnt. Ja, so Schwein gehabt heute nochmal. Einfach so einen geilen Sonnenuntergang hier zu haben. Und ey, wir sind einfach happy. Der Cotopaxi hat einfach gewartet. Der wollte, dass wir warten, damit er uns so eine Show liefern kann. So krass. Der wollte uns erst kennenlernen. Der war noch ein bisschen schüchtern. Und jetzt sowas, der Oberhammer. Und wir konnten Drohne fliegen, weil wir nicht mehr im Nationalpark sind. Guckst du dir jetzt ernsthaft die Bilder an, wenn du auf Toilette sitzt? Ja, guck mal, so sieht Glückseligkeit aus. Nein. Cotopaxi-Shooting. Ja, jetzt weiß auch jeder, wo wir unser Geschäft machen, aber naja, es muss ja auch im Bus gemacht werden, ne? Wir verlassen jetzt den Cotopaxi-Nationalpark und machen uns auf den Weg in den Süden und schauen uns den zweiten Vulkan heute an, nämlich den Chimborazo, der auch nochmal ein gutes Stück höher ist und auch der höchste Berg hier in Ecuador. Wir sind gespannt, ob der sich ein bisschen besser zeigt und nicht so ganz so schüchtern ist wie der Cotopaxi. Jetzt geht's erstmal los. Müssen die nachher mal noch auspacken. Aber die machen noch eine schöne Deko hier im Bus. Wir machen heute auf jeden Fall interessante Stops, ja? Ja, das reicht jetzt wieder für die nächste Woche. Was ist das denn? Das ist Material für die Trockentrenntoilette. Da wir das Thema ja schon hatten, ne? Ja. Kackvideo. Der Motor ist ganz schön leise. Wir sind jetzt auf über 4000. Ja, 600 Meter noch bis zum Stellplatz, also. Aber der läuft. Aber Gönni hat keine Kraft mehr. Nein, ja, wir haben noch den Bonusgang, den ersten, also wir können noch. Willkommen am Chimborazo, der höchsten Erhebung der Welt. Ja, und manche denken jetzt wahrscheinlich, war das nicht der Mount Everest? Aber ja, damit liegt ihr auch richtig, denn das ist vom Meeresspiegel aus gucken der höchste Berg der Welt, aber geht man vom Erdkern aus, denn die Welt ist eher wie ein Ei, ist der Chimborazo nämlich hier oben und vom Erdkern aus schauend ist also der Chimborazo der höchste Punkt der Welt. Und hier sind wir gerade. Sind sie nicht wunderschön? Ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals schon selber Rosen gekauft habe. Aber die haben uns so angelacht, jetzt am Straßenrand für 2 $. Und es sind tatsächlich 24 Stück. Wir dachten ja, das sind nur 12. So sah das aus in dem Pack. Aber die waren so zusammengepackt, dass 24 Stück sind. Also ich habe mich jetzt um die gekümmert und jetzt kommen sie ins Wasser. Ja, Ecuador zählt halt zu den weltgrößten Rosenexporteuren. Ich glaube, zwischen
Kenia, nee, was war es noch? Noch Kenia und Kolumbien. Kenia, Kolumbien und dann kommt Ecuador. Und die können hier halt rund um das Jahr wachsen. Das Klima ist entsprechend gut. Es gibt keinen Frost, kann nichts kaputt gehen. Deswegen ist Ecuador hoch im Kurs, was hier der Rosenexport angeht. Und die meisten werden tatsächlich auch in der Region Quito angebaut, damit es nicht so weit ist zum internationalen Flughafen. Denn von Quito aus kommen die alle nach Europa. Also wenn ihr demnächst für einen Valentinstag war jetzt vor ein paar Monaten erst, für den nächsten Geburtstag Rosen kauft, die kommen sehr wahrscheinlich aus Ecuador in Deutschland. Die Vulkanroute durch Ecuador hat uns nicht nur an zwei Vulkanen an einem Tag vorbeigeführt, aber der Cotopaxi und der Chimborazo sind auf jeden Fall die Attraktionen auf dieser Andenroute. Und ja, was sollen wir sagen, es war auf jeden Fall spektakulär, diese imposanten Berge, Vulkane auch jetzt live erleben zu dürfen und quasi am Fuße zu stehen. Ja, vor allem, dass sie sich auch gezeigt haben, also dass sie dann endlich rauskamen. Ich war im Februar mal da haben wir sie gar nicht gesehen. Und deswegen war es ein richtiges Highlight. Und am Chimborazo hatten wir auch unseren höchsten Stellplatz ever bisher. Wir standen auf über 4100 Metern. Es war gar nicht so kalt, aber dafür ordentlich windig. Ja. Und es war definitiv meine Erfahrung, da oben zu stehen. Aber es hat alles super geklappt einfach. Ja. Und jetzt geht's für uns. Ja, es ist die letzte Woche jetzt hier in Ecuador angebrochen, heute genau. Mhm. Wir haben noch eine Woche Zeit, um gefühlt 750 Kilometer zurückzulegen. Also ist nicht unser Reisetempo, aber unser Visa läuft aus. Wir sind trotzdem froh, dass wir trotz des Streiks, der ja war vor ein paar Wochen, jetzt noch diesen Schlenker machen durften. Und auch wenn es jetzt ein bisschen, alles schneller ist. Alles ein bisschen und hektisch. Kompakter. Ja, genau. Das Programm. Genießen wir die letzte Woche noch. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dann das nächste Video kommt sehr wahrscheinlich aus Peru. Bis dann. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.